spricht der Lautsprecherwagen für den Fall, dass die Cops gerade nicht aufmerksam waren. Es wird kurz, wenn wir nur eine Auflage haben. Wir fordern euch auf, jetzt nach Hause zu fahren. Hier spricht der Lautsprecherwagen, falls Toto und Harry gar nicht aufmerksam waren. Es wird kurz, wenn wir nur eine Auflage haben. Wir fordern euch auf, jetzt nach Hause zu fahren. Ihr wollt von Demo Teilnehmern Ausweise haben, haufenweise akkurate Aussagen haben, keine Tracks ertragen müssen, die eine Aussage haben. Mit euch redet heute nur der Lautsprecherwagen. Ihr wollt schlichten, verhandeln, Aussprachen wagen, um 5 Minuten später dann das Blaulicht zu starten. Was, wenn wir keine Lust auf eine Aussöhnung haben? Keiner hört auf euch, alle nur den Lautsprecherwagen. Du hast Angst um dein Haus und dein Garten, um die Villa, die Garagen und die Außenanlagen. Was, wenn die ganzen Leute hier noch Aufstände starten? Beschwer dich doch bei unserem Lautsprecherwagen. Du hängst mit Jungs, die gerne Ausländer schlagen. Ich mit lauter Neckensäcken, die dich pausenlos jagen. Basie in die Fresse, Faust in den Magen. Mit deinen Zähnen dekorieren wir unseren Lautsprecherwagen. Ihr wollt Menschen, die gerne Maulkörbe tragen, die Berechenbarkeit von einer Blaupause haben. Ich Menschen, die Meinungen an Hauswände malen, und ich propagiere das Ganze mit einem Lautsprecherwagen. Ich will Boxen, Turm, Hochhäuser, tausend Etagen, die meine ganze Wut auf eine Crowd übertragen. Beide Hände oben, eine Faust, eine Fahne und ein Soundsystem stapeln auf dem Lautsprecherwagen. Arbeiterhände, Bauernvisagen, Schichtende Schaffer, die noch Blaumänner tragen. Es ist wirklich kaum zu glauben, wie viel Power wir haben. Nur ein Teil davon kommt aus dem Lautsprecherwagen. Geh raus, nein, du brauchst nicht zu warten. Reformisten bleiben sitzen, bis sie Aufrufe haben. Aufruhr heißt nicht, auf den Mausklick zu warten. Du brauchst Klassenhass, Massen und einen Lautsprecherwagen. Wir bitten um ihre Aufmerksamkeit, um die bedingungslose Kapitulation des Kapitalismus möglichst reibungslos und ohne größere Umstände über die Bühne zu bringen, werden die Waffen der Polizeieinsatzkräfte von den gewählten revolutionären Milizen an den Sammelstellen entgegengenommen. Die Kollektivierung der Großbetriebe wird von den in Räten organisierten Beschäftigten organisiert. Die ehemaligen Besitzerinnen brauchen sich nicht zu melden, wir wissen selber, wie die Maschinen funktionieren. Zwecks Umnutzung ihrer Privatvillen in Wohnraum für alle und als öffentliche Einrichtung wird man sich zeitnah bei ihnen melden. Für nähere Informationen und eine schriftliche Form der Beschlussfassung der Vollzugsräte befindet sich eine Informationsstelle direkt vor der Bassbox im Lautsprecherwagen.